Willkommen zurück zu Shadow of the Tomb Raider. Jonah, ich betrete eine Höhle. Möglicher Kontaktverlust. Verstanden. Ich behalte hier Trinity im Auge. Dickröhrling. Pilz mit brauner Kappe und dicken Stamm verbessert die Ausdauer. In der letzten Folge haben wir ja Dr. Dominguez verfolgt und haben eine Höhle entdeckt, die wir jetzt auch mal besichtigen werden. Die Höhle steht anscheinend sonst unter Wasser. Ratten. Die Inschriften auf diesem Maya-Monolithen sind unleserlich geworden. Herzenschlange, MAM, Darstellung einer Reise der Maya. Dieses Dokument beschreibt eine Art Reise oder Pilgerfahrt der Maya. Sie hatten anscheinend einen Gegenstand von großer Wichtigkeit bei sich und reisten nach Süden zur Quelle des Rosa Fisches. Der Amazonas, genau wie Jonah gesagt hat. Na, weiter geht's. Mit dem Seil ziehen. Ziehen Sie mit rechter Maustaste und schießen Sie Pfeile mit linker Maus, vom Seil gewickelte Objekte heranzuziehen. Alles klar. Hui. Hui, ei, ei, ganz schön viele Ratten. Ticket. Was ist das hier? Ein Tempel? Vielleicht? Miss Croft. Muss ich da ernsthaft ins Wasser? Halt die Leiter zum Auf- und SRG, um runterzukaufen. Ja, bei mir ist es alt. Ich habe das ein bisschen umgestellt, weil meine linke SRG-Taste kaputt ist. Fischi. Oh mein Gott. Ein Fähigkeitspunkt. Fähigkeitspunkte verfügbar. Ich muss den Tempel finden, nachdem Dominguez sucht. Und was war denn? Fehlende Ausrüstung. Für den weiteren Forscher ist das verstärkte Messer erforderlich. Ne, das habe ich nicht.
Da ist wieder ein Seil. Jonah, ich bin da. In einem unterirdischen Tempel. Gut. Wow. Das ist nicht gut. Ara, Trinity sprengt sich den Weg frei. Ich merk's. Alles bebt schon. Da ist eine Pyramide. Ich gehe rauf zur Spitze. Holz. Hartholz. Was ist mit denn? Wie läuft's? Gut, es gibt Plattformen, um nach oben zu kommen. Ich muss sie nur irgendwie beschweren. Ich verliere dich. Ich habe hier Aktivität. Ich gehe jetzt näher ran. Da ist ein Wagen. Das war knapp. Ich hoffe, ihr seht mir noch, weil in meiner Vorschau von OBS sieht es ein bisschen so aus, als hättet ihr, wäre es ein bisschen dunkel. Tempel des Mondes. Die Würdigen sollen der roten Göttin geopfert werden. Der Göttin des abnehmenden Mondes und des zunehmenden Mondes. Der Großmutter aller. Ihr, die Leben nimmt und Leben schenkt. Da ist wieder ein Seil. Da war doch gerade irgendwas am Blinken. Oder war das so ein Tropfen? Die Glockenplattform hängt fest. Den muss ich bestimmt befreien, ne? Okay. Ob das so eine gute Idee war? Ah, okay. Damit kann ich das Ding drehen. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ja, wie komme ich da jetzt weg? Hallo? Mit E nicht, mit F nicht, Leertaste nicht. R, T. Sehr schön. Tastenbelegung.
Dies, Wasser. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ja, wie soll ich denn die Trümmer zerstören hier, Mensch? Weiß jemand vielleicht, wie das funktioniert? Irgendwie habe ich das jetzt kaputt gemacht. Auf 1, auf 2, auf 3, auf 4, nee. Ich muss irgendwie die Trümmer zerstören. Ja. Ich drücke einfach mal jede Taste, die ich hier habe. Huch, war das X? Nee, C, alles klar. Na genau, wenn ich das nämlich hier, dann dreht sich das. Da steht anscheinend ein Wagen. Hier unten komme ich her. Okay, dann muss ich den anscheinend schieben. So. Dann muss ich das wahrscheinlich drehen. Ja, müsste, glaube ich, passen. So. Muss aber sehr stark sein, muss ich schon sagen. So, wenn ich das jetzt kaputt schneide. Hallo? Ich habe nicht zum... Ich glaube, ich muss da drauf und dann so schnell wie möglich dahin. Alles klar. Komme ich da überhaupt hoch? Ne, da ist ein Sprung, okay. Oh, scheiße. Tschüss. Ja! Ne, ja. Ich muss so schnell wie möglich weh, weil wegen Gewicht. Da ist doch was, oder? Nee. Was ist das? Keine Ahnung. Wow. Wie war das mit Wandlaufen? Ach, wow. Hier ist doch was Weißes, oder? Wow. Ernsthaft. Eieieiei. Ugh.
Jonah. Ja, ich höre dich. Jonah, hier ist eine Wandmalerei. Darauf ist eine Schatulle abgebildet. Die Inschrift lautet, die silberne Schatulle von X-Chell. Die muss in der verborgenen Stadt sein. Das ist ein Maya-Mythos. Die Schatulle beschwört offenbar den Gott Kukulkan. Der Gott der Schöpfung. Danach sucht Trinity also. Warte, das war's noch nicht. Das sieht wie eine Reihe von Katastrophen aus. Ein Tsunami. Ein Sturm. Ein Erdbeben. Ein Vulkanausbruch. So viel zum Gott der Schöpfung. Naja, bei den Maya ist Kukulkan der Gott der Schöpfung und der Zerstörung. Das sieht wie die Hydra-Konstellation aus, aber die Sterne sind falsch angeordnet. Ach so, mach's alleine, okay. Jonah, ich habe einen Dolch gefunden. Und da ist eine Inschrift. Der Schlüssel zu X-Chells Herz leitet die Säuberung ein. Trinity darf das auf keinen Fall kriegen. Lass uns nachdenken. Scheiße, Laura, zu dir kommen ein paar Trinity-Wachen. Aus. Oh nein, du hast ihn genommen, oder? Schnell! Dieser Dolch ist der Schlüssel von Chuck Chell. Ich habe in seiner Nähe eine Inschrift entdeckt. Der Schlüssel zu X-Chells Herz eröffnet die Säuberung. Sie sind unterwegs. Wer? Dr. Dominguez und mehr Männer. Wir haben wohl gefunden, was wir suchen. Ich hab's gehört, okay? Dominguez kommt heute Abend. Schon klar. Ich sage, der Regen wird alles überfluten. Was denkst du denn, was ich mache? Ich überprüfe gerade die Pumpe. Okay. Sorgen wir dafür, dass alle... Operation Blackout wurde eingeleitet. Kein einheimischer Arbeiter kommt lebend hier weg. Scheiße. Wir haben das geplant. Die gesamte Umgebung sichern. Was da wohl drin sein mag? Weiß ich nicht. Aber die Werte sollen jeden Rahmen sprengen. Sorgen wir einfach dafür, dass alles sicher ist, wenn Commander Rogue eintrifft. Wir sind bereit. Inspektoren kommen. Bereit machen. Keine Sorge, kriege ich hin. Das Eins, dauert viel zwei. Zu lange. Falls Dominguez auf uns warten muss, wenn er kommt, wird es unangenehm. Verdammt, was der von uns? Inspektor, komm, bereit machen. Dominguez, weg. Die Gebäude können geworfen werden, um Feinde abzulenken. Du hast keine Privilegien mehr. Commander Rook, hier ist Gamma-Leader. Operation Blackout abgeschlossen. Keine Zeugen. Ich muss schnell sein. Und Städte gesichert.
Okay, entsorgen wir die Leichen. Ich hätte noch so eine Flasche in der Hand. War hatte ich ja anscheinend wohl doch nicht mehr. Scheiße, da sind noch mehr. Hoffentlich waren das alle. Ah, ein bisschen Munition mitnehmen. Ah, 120 Schuss, reicht. Da komme ich natürlich nicht durch. Tolle Falle. Da ist sie! Stopp! Tut dir nichts. Lara Croft. Ich hatte gehofft, wir treffen uns anderweitig. Ich interessiere mich schon lang für deine Arbeit. Wie von Trinity zu erwarten war. Der Schlüssel von Chuck Chell. Mein Leben lang habe ich danach gesucht. Wo ist die Schatulle von X-Chell? Gib sie mir. Sie ist an einem sicheren Ort. Du hast sie nicht? Mach den Helikopter bereit, wir starten in 5 Minuten.
Dass du ihn einfach nimmst, hätte ich nie erwartet. Mit der Schatulle und diesem Schlüssel können wir die Welt neu erschaffen. Frei von Schwäche, Gewalt. Und ohne all das hier. Aber ohne die Schatulle droht die Apokalypse. Das wird der Tod der Sonne. Du lügst. Lara. Du hast es gespürt, oder etwa nicht? Erdbeben sind normal. Ein Tsunami rollt auf uns zu. Und das ist nur die erste von vielen Katastrophen. Das ist deine Schuld. Du hättest das doch auch gemacht. Gott. Ja. Du hast den Schlüssel entfernt und dadurch die Apokalypse ausgelöst. Ist dir eigentlich bewusst, was du angerichtet hast? Es an mir allein, sie zu stoppen, bevor es zu spät ist. Ich muss hören, enough.